Wir sind heute hier, um noch einmal klar aufzuzeigen, dass der Gesetzesentwurf so nicht beschlossen werden kann. Es geht um eine grobe Verschlechterung nicht nur der Neuangestellten, sondern auch deren, die schon im Beruf sind. Wir haben die Erwartungen, dass das Gemeindevertragsbediensteten Gesetz dahin geändert wird, dass die alten Verträge gesichert werden und dass nicht alle Schließtage für die Kindergartenpädagoginnen fallen, wenn dann nur ein kleiner Kompromiss von vielleicht 1-2 Tagen. 6 Tage ist definitiv zu viel. Es kommt eine Lohnkürzung zugleich, denn es wurde ausverhandelt, dass wir um das weniger verdienen, was wir mehr frei haben. Ich bin den Pädagoginnen im Wort, dass wir ein neues Kinderbetreuungs- und Kinderbildungsgesetz verhandeln. Da sind wir schon dran. Das Gesetz ist in Teilen fertig, in Teilen steckt es in den Verhandlungen. Und ich habe Ihnen zugesagt, es wird Verbesserungen geben, beispielsweise bei den Vorbereitungsstunden, bei den Leitungsstunden im Bereich der Fortbildung. Und da bin ich Ihnen im Wort. Die Schließtage, das Thema wird heute zugewiesen, es wird im Ausschuss behandelt. Wir werden sehen. Ich stehe hier und kämpfe dafür, dass sie 100%ig so durchgehen, wie wir sie wollen.